Hallo und einen schönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal dieses kleine Muster vorstellen. Ist auch für Anfänger geeignet, überhaupt nicht schwer. Und von daher möchte ich euch das gerne vorstellen. Und zwar haben wir hier ein Muster, was mit rechten und linken Maschen versetzt wird. Ihr könnt es hier ganz schön sehen. Einmal habe ich die rechten Maschen hier und einmal da die linken, so dass es sich immer wieder versetzt. Wie das jetzt gestrickt wird, zeige ich euch, weil da gibt es was ganz Besonderes, damit das nachher so optisch auch so nach vorne kommt, dass die linken Maschen so ein bisschen weiter nach vorne stehen. Das zeige ich. So, da gibt es eigentlich gar nicht viel, dass ich was ich stricken muss. Ich kann es euch aber gut erklären. Das heißt, ihr fangt an mit eurem Muster. Die Maschenzahl ist teilbar durch 9. Ihr strickt jetzt zwei Reihen rechts, zwei Reihen links. Und darüber strickt ihr eine Reihe nur linker Maschen. Zwei, neun Maschen rechts, neun Maschen links, eine Reihe nur linker Maschen stricken. Ja, dass ihr über diesen rechten zwei Reihen, die ihr gestrickt, eine linke habt. Dadurch haben wir nachher, jetzt stricken wir normalerweise hier auch wieder linke Maschen drüber, neun. So, dann stricken wir hier neun linke Maschen drüber, ganz normal. Das sieht dann nachher genau, es sieht aus, da haben wir dann drei Reihen. Dadurch, dass die linke Maschen einmal dreimal sind, hier stricken wir jetzt zweimal zwei Reihen linke Maschen drüber. So, jetzt haben wir neun, haben wir jetzt neun, mal eben nachzählen. Zwei, vier, sechs, acht und hier ist noch eine, neun. So, neun Maschen. Und jetzt stricken wir hier neun Maschen rechts. Und das machen wir zweimal. Das stricken wir im Kreis. Zwei Reihen darüber und dann stricken wir wieder eine Reihe linker Maschen darüber. Dann habt ihr nachher diese schöne Optik, dass die, wie ihr bei mir auch schön sehen könnt, dass die linken Maschen wirklich schön nach vorne stehen. Ja? Und das Ganze wird einfach nur versetzt. Da, wo vorher linke waren, werden nachher rechte gestrickt. Da, wo die rechten waren, werden linken gestrickt. Und eine Reihe linker Maschen drüber. Da brauche ich eigentlich gar nicht viel zu zeigen. Ihr seht denn hier auch, könnt ihr schön sehen, diesen Übergang. Und das versetzt sich nachher nur. Da habt ihr immer hier so ein bisschen den Versatz. Ja, das ist eigentlich schon alles. Brauche ich gar nicht viel erklären. Ein ganz kleines Video, wo man dann halt einfach nur mal sieht, wie es gemacht wird. Also neun Maschen rechts, neun Maschen links, zwei Reihen nach oben, eine Masche, eine Reihe links ganz drüber stricken und dann wieder von vorne anfangen, wo die linken waren, stricken wir jetzt rechte, wo die rechten waren, linken. Das ist alles. Und dann kommt dieses kleine, super tolle, von der Optik her schöne Muster hervor. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Sollten allerdings noch Fragen sein, dürft ihr mich gerne fragen. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr ja dann hier auch nachher drei Reihen. Ja, und bei den linken Maschen habt ihr immer wieder drei Reihen, weil ihr ja eine Reihe links da drüber strickt. So wie es ja auch hier schön zu sehen ist. Nicht irritieren lassen, ja, einfach denn nur diese Reihe da drüber, damit diese Optik, die wir hier haben, auch zum Vorschein kommen kann. Also, wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Sollten noch Fragen sein, dürft ihr mich gerne ansprechen oder anschreiben. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und viel Spaß beim Stricken wünscht euch eure Ute.